Franz, dies sind meine Ministranten. Die ganze zarte Haut haben. Ich bin der Pfarrer. Und mit meinen Ministranten bin ich alle weit daheim. Daheim fühlte sich auch die Couplet AG im kleinen Theater in Haar, wo sie ihr Programm Perlen für das Volk als Benefizveranstaltung zugunsten von Seelenart spielte. Seelenart realisiert Kunst- und Kulturprojekte für Menschen mit Psychiatrieerfahrung. Seit diesem Jahr holt Seelenart als Kooperationspartner mit seiner Abo-Reihe regelmäßig hochkarätige Künstler auf die Bühne des kleinen Theaters. Der große Dieter Hildebrandt persönlich hatte Dr. Peter Feitel und sein Team vom Sozialpsychiatrischen Zentrum zu der neuen Abo-Reihe ermutigt. Zur Auftaktveranstaltung im Februar wollte der Großmeister des Kabaretts persönlich auf der Bühne stehen, was durch seinen überraschenden Tod verhindert wurde. Die Reihe konnte trotzdem beginnen und so eröffnete sie im Februar mit der Kabarettgruppe Mehlprimeln. Nun sorgte die Couplet AG für ein weiteres Glanzlicht in der noch jungen Reihe. Ich bin blond, ich bin jung und dazu noch irre schlau. Von Kopf bis Fuß ein Model, ich werde Spielerfrau. Ich kann sehr gut winken, mich ausgezeichnet schminken. Bin offen für einen Transfer, was will ein Spieler mehr? Der Erlös aus den Auftritten kommt den Künstlern von Seelenart zugute. Der Hintergrund ist, wir wollen Kultur machen und zugleich, wenn wir damit Geld verdienen, also die Sozialpsychiatrie der Öffentlichkeit vertrauter machen. Na schau, was die bei der Couplet AG haben. Na jo. Nein, ein vierblättriges Klopapier. Na jo. Das bringt Glück. Die Couplet AG ist schon mehrmals für Seelenart aufgetreten und ist der erneuten Einladung sehr gerne gefolgt. Also wir kennen den Dr. Peter Feitel seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten. Wir schätzen ihn sehr, vor allem die Arbeit, die er hier leistet. Das ist wirklich enorm. Wir finden das ganz, ganz toll und das ist beispielgebend und wir unterstützen gern solche Initiativen. Die Abo-Reihe befindet sich zwar noch in ihrer ersten Saison, das Sozialpsychiatrische Zentrum lädt aber bereits seit über 20 Jahren zu Veranstaltungen ins kleine Theater. So konnte sich Dr. Peter Feitel Kontakt zu vielen hochkarätigen Künstlern aufbauen. Daher gelang es ihm zum Ausklang der zweiten Seelenart-Abo-Reihe Ende des Jahres, ein absolutes Highlight ins Programm zu holen. Im Dezember, da kommt der Gerhard Polt mit den Wählbrüdern aus dem Biermoos. Das wird sicher eine tolle Veranstaltung. Die treten ja sonst nur in großen Hallen auf oder auch in Bierzelten. Und der Raum ist fast zu klein für die, aber die machen es für uns und für Seelenart. Das ist das Schöne dran. Gerhard Polt hat zudem die Schirmherrschaft für die Abo-Reihe übernommen. Kabarettfreunde sollten sich deshalb den 19. Dezember ganz dick im Kalender anstreichen. Hinter jedem Suppentopf grinst ein fetter Schubeck-Kopf. Auch bei McDonalds lässt er kochen. Schubeck-Wochen, Schubeck-Wochen. Wie man sieht, fühlt sich die Couplet AG im kleinen Theater wirklich daheim. Als Ministrant mag ich ganz besonders gern die Glöckerl vorne am Altar, an Weihrauch und unseren Herrn Pfarrer, mit dem wir immer so viel mehr anschauen. Ich bin der Dieter und beim Pfarrer sind wir immer daheim.